Die Begriffe Geschlecht und Gender. Geschlecht und Gender, ist das das Gleiche? Nein, sie beziehen sich auf unterschiedliche Sachverhalte. Das Wort Geschlecht ist ein Überbegriff und bezieht sich auf die biologischen und sozialen Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Dass Frauen Brüste und Männer einen Adamsapfel haben, zählt zu den biologischen Unterschieden. Der auffälligste biologische Unterschied ist, dass Frauen ein Kind zur Welt bringen können und Männer nicht. Die biologischen Unterschiede sind unabhängig von Zeit und Raum. Egal in welcher Zeit und an welchem Ort, können nur Frauen schwanger werden. Ausgehend von den biologischen Unterschieden sind soziale Konstrukte entstanden, die beschreiben, was es heißt, eine Frau oder ein Mann in einer bestimmten Gesellschaft zu sein. Soziales Geschlecht. Der Begriff Gender bezieht sich auf diese sozialen Konstrukte. Anders als die biologischen Unterschiede sind sie abhängig von Zeit und Raum, eben weil sie von den Gesellschaften geschaffen wurden, in denen sie bestehen und sich weiterentwickeln. Ein einfaches Beispiel hierfür ist, dass es lange Zeit für unschicklich galt, dass Frauen Hosen tragen, was heute in westlichen Ländern kein Problem mehr darstellt. Außerdem sind die Normen bezüglich der Art, wie Männer und Frauen sich kleiden sollen, von Land zu Land und von Gesellschaft zu Gesellschaft sehr unterschiedlich. Es gibt aber nicht nur die Zweiteilung zwischen männlich und weiblich. Sowohl beim biologischen als auch beim sozialen Geschlecht gibt es Variationen. Es gibt eine Vielzahl von Gender-Identitäten. Man muss wissen, dass die Erwartungen, die eine Gesellschaft an die biologischen Geschlechter knüpft, zu sozialen Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern führen können. Beispielsweise wurden Frauen häufig dem privaten Bereich und Männer eher dem öffentlichen Bereich zugeordnet. Frauen sollten sich um Haushalt und Familie kümmern, während Männer den Lebensunterhalt ihrer Familie verdienen oder politische Aufgaben übernehmen sollten. Diese traditionelle Zuschreibung von Rolle und Status ging oft mit einer Aufwertung und Höherstellung des Mannes einher. Zwar verlieren solche hierarchischen Wertungen allmählich an Bedeutung, jedoch bleiben manche Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen, was Rolle und Status anbelangt, bestehen. So ist die Erwerbstätigenquote der Frauen noch immer niedriger als die der Männer und Männer übernehmen nach wie vor weniger Betreuungsaufgaben. Außerdem sind Frauen in den politischen und wirtschaftlichen Führungspositionen weiterhin unterrepräsentiert. Sie fragen sich nun, wie den Geschlechts- und Genderunterschieden bei der Politikgestaltung Rechnung getragen werden kann. Dann sehen Sie sich unser Video zum Gender Mainstreaming an. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.ieefh.belgium.de.